Tris, du hast von deiner Wohnung aus beobachtet, was sich gestern abgespielt hat. Kannst du uns kurz zusammen... Ich habe beobachtet, was passiert ist, aber wie das Opfer am Boden gelegen ist. Durch eine Streiterei bin ich überhaupt zum Fenster gegangen und habe dann gesehen, was nicht direkt was passiert ist, aber dass eben eine verletzte Person am Boden liegt. Und es war um 23.30 Uhr circa, da ist das Zelt von der Polizei aufgebaut worden. Und kurz davor ist auch schon vom Ärztinnen gesagt worden, vorbei, so nichts mehr zu machen. Was macht das in dir innerlich? Ist das eine Unruhe, die entsteht, wenn du weißt, was sich da abgespielt hat? Also der Drang, dass ich da wegziehe vom 5. Bezirk, ist noch höher geworden. Und jetzt wird schneller gehandelt. Ist die Gegend bekannt dafür, dass immer wieder Gewaltdelikte vorkommen? Das kann ich nicht sagen. Ich bin kein gebürtiger Wiener. Ich bin erst seit 3 Jahren in Wien. Aber ich muss sagen, in den 3 Jahren ist für mich Wien unakzeptabel geworden. Ich will hier nicht mehr bleiben und ich werde hier nicht mehr bleiben.